Oh, die brauchst du auch. Naja, 6 Punkte übrig. Also. Ja, mit dem Fernrohr, das habt ihr auch noch. Minus 7 und dann dein Adlerauge. Also du kannst das erkennen. Du siehst auch von hier aus, einfach dadurch, dass es keine Bäume gibt, kannst du dir das Ganze wieder vor dein geistiges Auge rufen. Du siehst die Taverne, die beleuchtet ist. Du siehst den Charybdoroth-Tempel und das kleine Lagerhaus daneben. Du siehst den Ritualplatz mit einer ganzen Menge von Priestern, die davor sitzen und stehen. Du siehst Menschenopfer, gefesselt an Pfähle. Du siehst die große, dämonische, zehngehörnte Kröte und Stürme, die von der Seeseite her toben. Du kannst es jetzt sogar hören. Nicht nur sehen, sondern hören. Die Trommeln, die Klänge, die Ritualgebete und auch den Strudel, der irgendwo dort draußen nicht sichtbar ist, aber hörbar. Und auch von dort weitere Trommeln und Ritualgesang. Viele, viele. Piraten oder Krakonier. Quakiges Geräusch. Also dort draußen, auch auf der offenen See, kannst du neben dem Sturm auch die Schiffe hören. Wie sie wohl die Beschwörung zu Ende bringen und die Matrixfäden nach und nach abstreifen. Die Sphären sind so sehr gerissen, dass du hier kein Odem brauchst. Der Adlerauge reicht, beziehungsweise das Fernglas reicht, damit du sehen kannst, wie die Kröte nach und nach mit ihren gewaltigen Armen und auch den Gesängen der Paktierer die gebundenen Fäden abreißt. Lange Zeit habt ihr nicht mehr. Wir müssen handeln, jetzt. Ich hatte gerade die brillanteste aller Ideen. Wir wissen, dass Darion Palligan mit seiner Paktherrin gebrochen hat. Ja. Ihr würde es also nicht wagen, einen weiteren Zehngehörnten, der ihrer Domäne entspringt oder zumindest unter ihrer Knute steht, auf die Welt loszulassen. Dieses Vieh gehört also nicht zu besagter Domäne. Und dies bedeutet, es wurde nicht mit Hilfe des Splitters der Dämonenkrone beschworen. Nun, es gibt noch einen mächtigen Zauber. Morudan. Wer kann das? Nichtsdestotrotz würde auch dieser nicht wagen. Warum sollte er nicht? Wir könnten mit... Ihr wisst schon, wem sprechen. Nein, ich weiß nicht, was ihr meint. Mit euch rede ich auch nicht, Capitania. Ich kann nicht versprechen, dass er... nachdem ich Hinweise hat. Ihr wollt ihren Sohn zur Hilfe rufen. Ich dachte mir an den... gastfreundlichen Unterhändler. Aber wenn ihr es anbietet, ich muss noch einige Dinge zusammensammeln. Das war kein Angebot, das war eine Frage. Nun, wir könnten auch. Na schön, dann korrespondiert mit ihm, wenn ihr euch davon sachdienliche Hinweise erhofft. Ich bin nicht sicher, deswegen frage ich euch, was ihr denkt. Meine Kräfte sind begrenzt und es könnte sehr wohl das Einzige und Letzte sein, was ich für euch tun kann. Was tun wir alternativ? Wir versuchen, an den Schlund heranzuschleichen und die Harfe zu spielen? Das wäre mein Vorschlag, ohne dämonische Hilfe. Es ist eine gute Möglichkeit, dass sich die derische Manifestation dieser Wesenheit aus der Nähe zur Pforte speist. Sollte sich die Pforte also schließen lassen, ist es möglich, dass sich ebenso ihre Essenz verwehen lässt. Möglich. Nun, dann sollte das unser Ziel sein. Wenn das fehlgeschlagen ist, nun, wenn wir da noch leben, werden wir uns etwas anderes einfallen lassen müssen. Ich verstehe, Kapitän, ja, ich verstehe. Nun, es stürmt bereits und trotzdem habe ich das Gefühl, kaum Luft zu bekommen. Das liegt daran, dass das Konzept von Luft doch einiges geschwächt sein mag, je weiter wir gehen. Oder vielleicht eher das von Unwasser gestärkt. Nicht so wichtig. Gut. Dann sollte ich wohl versuchen, die Winde zu Hilfe zu rufen. Ich weiß nicht, ob die Frage ganz auf, wie weit sind wir weg? 10 Meilen. Sobald wir näher heran sind. Ja, wir sollten noch eine Weile unentdeckt unterwegs sein können.
Also, ihr seht das gerade einfach nur, weil das Ding ist so gewaltig groß. Und die Paktierer und die Sachen an, also die Taverne, die ist halt für Abelmir wegen dem Adlerauge sichtbar. Ansonsten, bis auf eine Meile könnt ihr da ohne Probleme rangehen. Es ist jetzt halt dunkel. Gut, ich meine, ihr seht halt alles, was vor euch beleuchtet ist, und ihr habt da nicht mehr wenig, worüber ihr stolpern könntet. Da liegen wenige Steine, das ist alles Gras. Vielleicht könntet ihr euch dann vertreten im Gras. So, ihr habt aber auch keine Deckung, das ist halt auch ein Problem. Aber zurzeit sind die wohl sehr abgelenkt damit, dass sie jetzt Wurkraukt die Fesseln abstreifen müssen. Ja, ich denke, vor Menschenaugen schützt uns die Dunkelheit ganz gut. Und vor den Krötenaugen vielleicht ein Schleier der Unwissenheit? Ja, nur Frage ans Offene. Ist mir dieser Name auch in meinen Studien für meine Magusarbeit irgendwie untergekommen? Nein, dieser Dämon ist absolut unbekannt. Der existiert halt einzigartig und der wurde auch noch nicht beschworen. Das letzte Mal sicherlich vor mehr als 10.000 Jahren, weil damals die Elfen die Harfe gebaut haben. Also nein, den kennst du nicht. Alles klar. Nun, wir sollten uns beeilen. Das Ritual ist fast fertig. Eventuell könnte es auch etwas helfen, wenn wir die für die Opferung Vorgesehenen befreien. Denn sie erfüllen schließlich eine wichtige Rolle in dem Ritual. Aber ganz abgesehen davon, dass keine Menschenseele in einem Ritual geopfert werden sollte. Ja, ich vermute, die Harfe wird unsere Problemlösung sein. Ich denke auch, ich überlege nur, was wir anderen währenddessen noch tun können. Vermutlich Abelmir schützen. Naja, das hoffe ich doch. Naja, wir könnten reinstürmen, um die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und wie lange dauert das, Abelmir? Mit der Harfe. Ich glaube, jetzt mal irgendwie kurze Zeit, ja, Spielrunde, so die Richtung? 5 Minuten? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nur eine kurze Weile. Die Harfe schwingt, regt die Luft an und nun ja, der Schall überträgt sich halt. Das wird wohl eine Weile dauern. Gut, dann sehen wir, dass wir näher herankommen und so etwas wie einen sicheren Fleck finden, wo ihr die Harfe spielen könnt? Das wäre vorteilhaft. Wie weit, schätze ich, müssen wir ran an dieses Ding? Damit was passiert? Also wir wollen ja A, den Dämon bannen und B, auch das Unheiligtum schließen. Ja. Also das Ziel sollte auf jeden Fall die Pforte des Grauens sein. Ich nehme an, der Dämon gibt dann auch selbst den Geist auf. Du musst mindestens bis auf Tavernenreichweite. Ob das reicht, weißt du nicht. Vielleicht sogar noch bis an den Schlunter ran. Wir könnten Jona oberschwören. Zur Ablenkung. Das ist eine Ansage. Ich wollte gerade sagen, wir wissen, die Charybdis ist sich mit Polygon nicht mehr grün. So, vielleicht legt sie da ja den Tentakel für uns auf die Waage. Nimm uns gleich mit in den Zuschluss. Ja, da müssen wir halt abhauen. Ich sag dir beschwören. Ich sag dir nicht beherrschen. Du hast was darüber im Klaren. Ich ziehe es vor, nicht einen Dämon zu beschwören, den du nicht beherrschen kannst. Jawohl! Ach, wobei, ich hoffe, dass auf die minus 4 das geht. Sorry. Ich behalte es, also, Serpentino spielt das gerade wie der Ping-Pong-Ball durch den Hinterkopf. Wenn alles den Bach runtergeht, dann beschwörst du noch Jonao. Ja, es dauert auch nur was, 2-20 Kampfrunden, so viel Zeit haben wir. Top! Naja, wir müssen eh erstmal näher ran und dann müssen wir uns das vorher dann mal anschauen und dann haben wir einen Plan. Wir müssen dorthin, ich zeig mal auf eine Stelle, irgendwie nördlich von dieser Taverne. Dort müssen wir mindestens hin. Das ist ziemlich nah, denkt ihr nicht? Ja. Es ist mir auch viel zu nah, aber sonst sehe ich keine Möglichkeit, dass dieses Lied der Elfen irgendwas ausrichtet. Mendarion, sagt da mal etwas und hört auf zu kotzen. Oh. Ich bleib lieber hier.
Wozu seid ihr überhaupt mitgekommen, wenn ihr jetzt hier rumsitzt und nichts tut? Oh, ihr habt mir nicht gesagt, wie schrecklich es hier ist. Elfen. Ja, was ist denn mit Torvala? Aber. Könnt ihr irgendwas tun, um uns zu helfen? Was möchtet ihr denn? Könnt ihr uns tarnen, unsichtbar machen, was auch immer, was euch einfällt? Was heißt machen? Ich kann euch natürlich einige Blätter in den Mantel stecken, wenn ihr das möchtet. Und was soll das bringen? Nun, ihr seid dann schwerer zu sehen. Ich schaue ihn etwas ungläubig an. Meinst du denn ernst? Euch ungesehen bewegen können, müsst ihr schon selber, aber mir? Es kann doch wirklich jedes Kind. Ich weiß nicht, wo da eure Schwierigkeit ist. Abelmir, ich würde nicht ausschließen, dass Blätter anstecken bei ihm tatsächlich nur Blätter anstecken heißt. Ich fürchte auch, er ist wieder einmal nutzlos. Nun gut, lass wir ihn hier. Und vielleicht überlegt er es sich noch anders. Oh, ich warte einfach hier auf euch hier. Ja, pass auf dich auf. Ich werde die Harfe auch hier unten hören können. Der Wind wird sie schon zu mir tragen. Ich würde dann mal meinen Rucksack nochmal kramen und jetzt meinen Astraltank Eros kramen, weil ich brauche die Aspi jetzt. Nur den nehmen. Den ja, ich ziehe mal meinen Kraftspeicher leer. So, könnt ihr euch vorbereiten und geht dann schweren Herzens die 10 Kilometer auf die den Ritualplatz zu. Immer wieder das Gemurmel, die Trommeln, das Quaken der Kröten und der Gestank, der schwer in der Luft liegt.